Hallo YouTube und recht herzlich willkommen zu einer neuen Runde Far Cry 4. Ja, die letzte Aufnahme ist wieder ein paar Tage her. Ich muss jetzt erstmal hier wieder erstmal alles abchecken. So, unsere Waren haben wir soweit. So, Fähigkeiten. Zwei Punkte haben wir aktuell noch. Werden wir aber nichts von ausgeben können, so wie das Ganze aussieht. Was brauchen wir denn hier? Beende die Mission, der Schlüssel nach Norden. Okay, wir müssen erstmal definitiv in der Story noch ein bisschen weiter kommen und dann einfach mal weiterschauen. So, hier müssen wir Kyrat Fashion Week Aufgabe. Ein Königstigerfell. Oh, Panzernashorn, das ist echt übel. Schneeleopardenfell. Warte mal, Schwermunitionstasche. Wir sollten auf jeden Fall. Ach, guck mal, Honigdachse. Gehen wir mal noch zwei Honigdachse farmen. Boah, Bärenhaut, okay. Wir sollten. Oh, ja, gut, Köderbeutel. Brauchen wir im Prinzip erstmal nicht. Spritzentasche. Hier, Beutetasche, okay. Geldbeutel. Assamakakenfell. Das ist auch von diesen komischen Äffchen, glaube ich. Die werden wir uns erstmal versuchen zu organisieren. Also, wir brauchen die Makakenfelle. Und Honigdachsfelle. Dann checken wir mal ganz kurz die Karte. Das müssen doch diese Assam. Genau, hier, jawolli. Gucken wir einfach mal, dass wir da jetzt erstmal direkt zügig hinkommen. So, wir wechseln auf jeden Fall erstmal auf die Knarre. Ah, hier steht nur so eine räudige Karre. Dann können wir mal sofort hier ein paar ganz Zorn machen. Gucken, ob wir das hinkriegen. Ja, die. Boah, ich komme wieder gar nicht mehr klar hier. So, zwei Fahrzeuge haben wir. Wo ist der dritte? Jawohl, hat gepasst. Sehr nice. Und wir haben eine Trophäe bekommen. Der Ahn des Gesetzes. Oh. Nee, die. Gib mir meine Knarre wieder. Irgendwo rennt hier noch ein Vieh rum. Ich hab's doch gerade gehört. Ah. Ein Honigdachs. Das ist sehr gut. Dann haben wir hier nämlich sofort schon mal das Honigdachsfell. Dann gucken wir mal sofort. Warte mal, wir brauchen aber, glaube ich. Ja, okay. Noch ein Honigdachsfell. Wir switchen mal auf den Bogen. Denn dann kriegen wir ein bisschen mehr Beute. Haben wir denn hier irgendwo noch einen Honigdachs? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Das ist wahrscheinlich eher irgendwo ein Zufall gewesen, dass der da rumgerannt ist. Okay, wir machen uns erstmal auf den Weg. Oh nein, nicht diese scheiß Wölfe, Alter. Mach dich vom Acker, du scheiß Wolf. Okay, ich laufe erstmal auf der Hauptstraße weiter. Ich glaube, da sind wir minimal sicherer. Guck mal, hier haben wir sofort nochmal einen Händler. Da können wir unsere Munition nochmal auffüllen. Und, verkaufen erstmal ganz kurz den ganzen Klumpatsch. Wie immer.
Das sollten wir ja schon gewohnt sein. Wir hatten... okay, hat er gerade einfach mal die Knarre gewechselt? Ah, guck mal, hier gibt es noch irgendwo... Genau, ein Poster und noch so eine Maske. So, dann gucken wir einfach mal, wo es denn hier die Maske geben wird. Wahrscheinlich eher hier in der Hütte. Hier haben wir noch ein Zettelchen. Namaste Gandharva. Ich führe ein amerikanisches Filmteam durch Kyrat. Sie drehen einen Dokumentarfilm und ich habe gehofft, ich könnte ihnen deinen Ashram zeigen, damit sie sich eine deiner Zeremonien ansehen können. Sie wollen die mystische Seite von Kyrat filmen. Also vielleicht eine kleine Teezeremonie? Es ist gefährlich. Sie haben keine Genehmigung und die Army weiß nicht, dass sie hier drehen, aber sie zahlen sehr gut. In Rupien oder US-Dollar. Du hast die Wahl. NK. Ja, das ist ja schon mal sehr schön. Bereit. Ich stehe kurz vor dem Ende. Davor, dich zu treffen, mein Herr. Nur noch ein paar Schweißtropfen. Nur noch ein paar Blutstropfen. Bald, mein Herr. Bald. Die Ziege. Ja, das ist ja schön. So, da ist die Maske. Perfekto. Das ist sehr gut. Das ist richtig nice. So, hier draußen müssen wir irgendwo noch einen Schatz haben. Jetzt liegen die scheiß Bretter hier im Weg. Jetzt können wir die scheiß Truhe nicht plündern. Doch. Eine silberne Lampe und knapp 6000 Rupien. Das ist sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und wir haben gleich unser Ziel erreicht, dass wir die Assams Makaken-Dinger, Fuzzi-Viecher da ein bisschen farmen können. So, da hinten, da geht's auch nochmal ab. Das sind die doch schon hier, oder nicht? So, ja. Eine Geisel haben wir gerettet. Bitte, binde uns los. Sehr nice. Lass mich in Ruhe. Ich lass dich doch in Ruhe, du Freak, Alter. Ohne Mist. Okay, die haben uns Gott sei Dank nicht gesehen. In ihrem schönen Fahrzeug. Und was von dir... Ja, dann geh doch. Halten, um Pflanzen zu sammeln. Ja, du bist... Du bist doch auch nicht mehr ganz frisch, ganz ehrlich, ey. Okay, das ist ein Verbündeter. So, jetzt wollen wir mal schauen, dass wir die Äffchen finden. Irgendwo war hier doch gerade doch schon einer. Vor allem, die sind so klein. Ich verfehle die hier bestimmt. Alter, wollen die mich verarschen oder was? Ganz ehrlich, was für eine Scheiße war das denn jetzt gerade? Haben diese noch alle? Die haben uns gerade einfach mal direkt übelste Sorte über den Haufen gebrettert. Unsere eigentlichen Kollegen. Was geht denn mit denen? Lächerlich. Einfach nur lächerlich. Ja. Und ich war noch am Überlegen, ob ich dort einfach mal in die Richtung gucke, um zu schauen, wo die herfahren. Aber ich dachte mir, okay, gehst du einfach mal ein bisschen geradeaus weiter, dann werden die bestimmt hinter dir herfahren. Arschlecken 350, falscher Gedanke. Die haben uns einfach mal eiskalt über den Haufen gebrettert. Gut. Wir gehen wieder raus. Und, gut, dann starten wir halt von hier. Vom Prinzip her auch völlig schnurzpieps egal. So, jetzt schmeißen wir uns aber mal in eine Karre hier rein und cruisen einfach mal mit dem Auto los.
Und danke, dass ja. ihr den Sender Freies Kyrat eingeschaltet habt. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, aber anscheinend gibt es einen verrückten Killer in Kyrat mit einer Vorliebe für Masken. Ich schätze, Masken sind sein Markenzeichen. Da kommt man ins Grübeln. Was wäre mein Markenzeichen, wenn ich ein Serienmörder wäre? Ich meine, ihr Leute wisst ja nicht, wie ich aussehe. Ich habe den perfekten Schleier des Geheimnisvollen. Aber Spielkarten wären zu klischeehaft. Masken gibt's schon. Wie wär's mit Kacke? Ich meine, eine schicke, perfekt gelegte Maske. Ja, genau. Wie wär's mit Kacke? Alter, du hast sie echt nicht mehr alle. So, wir gucken jetzt einfach mal. Wir brauchen ja sowieso, ich glaube nur einen. Wir gucken einfach mal eben ganz schnell. Ein Honigdachs. Ach ne, drei Stück brauchen wir. Okay, dann sollten wir den definitiv mit Pfeil und Bogen erledigen. Aber dazu müsste ich erstmal welche finden. Ja, wo sind unsere Äffchen? Okay, da haben wir Wölfe. Ich bin da echt ein bisschen vorsichtig. Ach du heilige Scheiße, Alter, die haben uns gerochen. Oh, da hat uns die nächste erstmal angefahren. Ach du Scheiße, Alter, jetzt laufen. Yo. Alter, was geht denn in dem Game hier ab, ey, ohne Mist? Hier habe ich doch gerade auch noch irgendwo was gehört. Mal ein Honigdachs. Boah, ich bin so schlecht im Zielen. Boah, wie viele Pfeile verträgt der Affe denn? Ich habe gleich keine Pfeile mehr. Genau, macht euch mal schön vom Acker hier. Hat er den jetzt geplündert? Jawohl. Ja, das ist doch schon mal sehr gut. So, Honigdachsfell, sehr gut. Oh, guck mal, fett, wir können direkt sofort nochmal upgraden. Weil wir das Stückchen nämlich einfach schon hatten. So, Assa-Makakenfell, wie gesagt, die brauche ich noch. Mach dich vom Acker, Kollege. Du wirst sonst nicht mehr glücklich werden, das garantiere ich dir. So, ach du heilige Scheiße. So, da sind wir schön drum herum gekommen, um die Peoples. Aber wir müssen jetzt wieder nach oben. Wir müssen unsere Äffchen finden. Nützt ja alles nix, wa? Vielleicht kann man ja auch einfach mal einen Köder auslegen. Warte mal, was steht denn da bei Herstellung? Nee, warte mal, auf der Karte habe ich das doch gerade gelesen, ne? Finde und erlege die Tiere in diesem Gebiet und benutze ihre Felle im Herstellungsmenü. Von toten Tieren erhältst du außerdem Köder. Lege die Tiere sauber mit einem Pfeilbolzen oder Messer, um mehrere Felle zu erhalten. Ach so. Meine blöde Frage, wie kann man denn... Oh! Du hässliches Vieh, ey. Ohne Mist. Wie konnte man denn nochmal Felle benutzen? Okay. Ah ne, hier.
Köder.